Die Einen wunderschönen Sprachübertragung guten beginnt jetzt. Nachmittag hier Alle zum Teilnehmer befinden sich im Add-on-Webinar von Zuhörermodus. MetaTrader 5, MetaTrader Add-on-Webinar auf der Seite von JFT Brokers beziehungsweise von JFT Brokers. Mein Name ist Markus Klebe, ich habe das hier kurz eingeblendet. Der rechte, nette Typ ohne Haare, das ist meine Wenigkeit. Ihr seht mich ja jetzt hier nicht. Ich bin im Bereich Research und Livestream-Kommunikation teilweise für JFT Brokers tätig. Und habe heute auch die große Ehre, hier dieses Add-on-Webinar mit euch durchzugehen. Mein Plan ist es, von der Installation bzw. Anmeldung bis hin zum MetaTrader 4 und 5 zu gehen. Was ist möglich? Wozu benötigt man es überhaupt? Wie kann man Märkte herausfiltern? Wie kann man eben mit dem Chart sich den so einstellen, wie man es möchte? Indikatoren und so weiter und so weiter. Also wir haben da eine ganze Menge zu tun. Zeiteinheiten, Candlestick-Chart werden wir uns mal kurz anschauen, bzw. was gibt es für weitere Möglichkeiten? Die entsprechenden Add-ons, die man sich da reinladen kann in den Chart. Wie kann man Indikatoren einfügen? Wie kann man externe Indikatoren quasi einfügen, die man sich vielleicht irgendwo heranholt? Objekte, Linien, Farben, Alarme, all sowas werden wir besprechen. So, kein Bild, alles schwarz. Okay, dann schaue ich hier nochmal ganz kurz, was denn hier das Webinar, die Webinar-Software macht. Und eigentlich sollte jetzt hier, Moment, ich schaue nochmal ganz kurz. Ja, eigentlich sollte, wenn ihr jetzt hier die Website von JFT Brokers seht, beziehungsweise dann entsprechend den Chris Kämmerer und Markus Klebe, meine Wenigkeit, dann sollte eigentlich alles im grünen Bereich sein. Wie ist das? Hier ist alles gut, schreibt der Georg. Alles klar, Horst, ich hoffe, du siehst jetzt auch alles. Perfekt, Horst, alles klar, das freut mich. An dieser Stelle, dass das schon mal alles hinhaut, dass ihr mich versteht, dass ihr alles seht. Wichtig, ihr habt die Möglichkeit, wie ihr es ja jetzt schon gerade macht, in dem Feld für Fragen, natürlich Fragen zu stellen zum MetaTrader entsprechend. Ja, wenn euch da irgendwas, ich guck mal kurz, wenn euch da irgendwas auf der Leber liegt, was wichtig ist für euch, was ihr Fragen habt, was ihr nicht könnt, was ihr nicht hinbekommt, dann bin ich natürlich hier dafür da, euch da zu helfen, beziehungsweise wenn ich es hier nicht hinbekommen sollte, dass ihr da mir dann entsprechend vielleicht nochmal eine E-Mail schreibt oder ich mir dann entsprechend das merke und euch dann eben dem Support zuweise oder euch eine Antwort bezüglich oder dann entsprechend per E-Mail gebe, wenn ich hier bestimmte Fragen nicht beantworten kann. Bevor wir durchstarten, auch an dieser Stelle jetzt hier trotzdem mal der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr beim Traden mit Stops arbeitet, mit Positionsgrößen, Management arbeitet, also alles, was im Prinzip die Risikoreduzierung, Minimierung, Risikokontrolle betrifft, sollte natürlich beim Traden ganz, ganz groß geschrieben werden. Jede Software, egal wie gut sie ist, kann euch natürlich bis zum gewissen Grad auch dabei helfen. Gerade was eben Stops betrifft oder eben auch, dass man die Positionsgröße natürlich einstellen kann. Und da hat man mit CFDs im Vergleich zum Beispiel zu Futures natürlich eine sehr, sehr gute Wahl. Nichtsdestotrotz ist jeder Trader natürlich dafür verantwortlich, selbst sein Risiko entsprechend zu kontrollieren. Und für mich als Trader ist es eigentlich fast vielmehr so, dass ich eigentlich gar kein Trader bin, sondern vielmehr Risikomanager, ja, weil meine Aufgabe ist es, das Risiko zu managen. Wenn ich das gut hinbekomme, wenn ich mein Risiko klein halte, wenn ich hier entsprechend einen guten Job mache und dann in Phasen, die nicht so laufen, in Fehltrades, diese eben unterm Strich nicht so groß werden, dann aber in guten Phasen es schaffe, meine Gewinne zu maximieren, dann ist man da schon mal auf der richtigen Seite. Also das jetzt hier an dieser Stelle nochmal erwähnt und bezüglich des Risikohinweises bitte ich euch, diesen natürlich durchzulesen und dann entsprechend auf alles Wichtige zu achten. Wir switchen jetzt mal auf die Website von JFT Brokers, gehen hier auf die Startseite, denn wir wollen ja jetzt hier erstmal direkt auf der Website damit anfangen, wie bekomme ich denn jetzt überhaupt diesen MetaTrader? Es gibt zwei Varianten, es gibt den MetaTrader 4 und den MetaTrader 5. Dort werden wir gleich landen, aber vorab nochmal der Hinweis, zwei Hinweise vielmehr an dieser Stelle. Seit dieser bzw. Ende letzter Woche ist es über JFT Brokers möglich, kostenlos Aktien zu handeln. Reelle Aktien, nicht CFDs auf Aktien, das ist auch möglich. Man kann auch CFDs auf Aktien handeln, aber hier geht es wirklich darum, reelle Aktien, richtige Aktien kostenlos zu handeln, direkt an der Börse. Und bei vielen, vielen Brokern, Direktbanken etc. kostet das ja teilweise wirklich richtig Geld. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, bei JFT Brokers den Aktienhandel kostenlos zu vollziehen. Somit tut euch keinen Zwang an. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich hier diesbezüglich dem Support Fragen stellt oder eben hier auf der Startseite recht auf den Button geht, dann auf Mehr erfahren klickt
und dann hier eben auf dieser Unterseite auf der Website von JFD Brokers euch entsprechend nochmals diese ganzen Informationen diesbezüglich durchlesen könnt. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier entsprechend dann zu agieren, gebührenlos, kostenlos Aktien zu handeln. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt hier für diejenigen, die eben auch zum Beispiel den DAX handeln, wie ich es sehr, sehr viel mache, ja auch früh immer wir den Livestream DAX Long oder Short hier um 8:50 Uhr auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers haben. Seit Montag ist hier der Spread im DAX von 1 auf 0,8 Punkte runtergegangen. Also hier auch nochmal eine Verbesserung der Handelsmöglichkeiten auf 0,8 der Spread in den Kernhandelszeiten hier im DAX. Also das auch nochmal eine sehr, sehr schöne Verbesserung hier in Richtung des Kunden. Und es ist ja schlussendlich so, dass dann natürlich dort am Spread und natürlich auch an den Gebühren in irgendeiner Art und Weise, in diesem Fall bei JFD Brokers nicht am Spread, sondern an den Gebühren im Prinzip ja auch irgendwo Geld verdient werden muss. Bei den Aktien ist es mittlerweile nicht mehr so, aber natürlich im Bereich CFD und Forex hat man eben einen kleinen Gebührenfaktor, der dann eben Trade für Trade was kostet, eine kleine Summe, und davon ernährt sich quasi dann der Broker. Aber damit wollen wir damit aufhören und natürlich dann darauf schauen, wie komme ich denn jetzt an den MetaTrader? Ihr geht hier oben einfach links auf den Punkt Trading und dann habt ihr die Möglichkeit, hier Plattformen, Handelsplattformen, die Plattformen zu vergleichen. MetaTrader 4, MetaTrader 5, entsprechend. Moment, ich muss mal ganz kurz, irgendwo ist hier bei mir am Bildschirm ein Ton, der mich so ein bisschen stört. So, ich gucke mal, dass es das war. Okay, also MetaTrader 4 oder MetaTrader 5. Wir werden heute auch mal so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen. Hi Markus, hat doch funktioniert. Perfekte Daniel, super. Also MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Ihr könnt beide Varianten, egal wo ihr jetzt hier raufklickt, der Installationsprozess ist grundlegend der gleiche. Ich klicke jetzt mal hier auf den MetaTrader 4. Dann kommt ihr hier nochmal auf so eine Erklärungsunterseite. Und wenn ihr dann entsprechend nach unten scrollt, habt ihr hier die Möglichkeit, euch dann entsprechend zu registrieren oder beziehungsweise hier dann rauf zu klicken. Ja, klar, man muss sich natürlich registrieren, um hier erstmal diese Demo-Variante zu bekommen oder eben auch sofort ein Live-Konto zu eröffnen. Ich klicke jetzt hier mal in der Auswahl einfach, wähle hier Demo-Konto aus. Was ist ein Demo-Konto? Es ist ein Konto mit virtuellem Geld. Also ihr habt hier die Möglichkeit, ohne Risiko im eigenen Geld sozusagen die Software auszuprobieren, Strategien auszuprobieren, den Handel grundsätzlich auszuprobieren, um dann eben natürlich auch irgendwann idealerweise mit echtem Geld zu handeln und dann eben auch Geld zu verdienen hier mit dem Trading an der Börse. Und hier erstmal der Installationsprozess der Software kann man gerne eben auch im Demo-Mode machen, also im Demo-Konto-Modus quasi, kann hier dann nochmals zusätzlich auswählen, ob man hier eben den MetaTrader 4 oder den MetaTrader 5 auswählt. Und man sieht es hier schon, dass diese Aktienofferte, wie ich sie gerade angesprochen habe, dieser kostenlose Aktienhandel mit reellen physischen Aktien nur im MetaTrader 5 möglich ist, all dieweil hier einfach die Möglichkeit der Darstellung, zeige ich euch dann in diesem Marktüberblick, dass die Möglichkeit der Darstellung einfach im MetaTrader 5 viel, viel höher ist und somit hier eben die Entscheidung ganz klar war, dass dieser Punkt definitiv nur im MetaTrader 5 angeboten werden kann, weil natürlich es Aktien noch und nöcher gibt. Und da gibt es eben bei MetaTrader 5, entschuldigen, MetaTrader 4, so das ein oder andere Problem. Also man kann hier natürlich auch gleich, und ich würde vielleicht sogar auch empfehlen, wenn man hier neu an den MetaTrader herangeht und diesen jetzt als allererstes neu installiert, dass man sich sofort mit dem MetaTrader 5 auseinandersetzt. Der kleine grundlegende Nachteil, in Anführungsstrichen, wenn es überhaupt ein Nachteil ist, ist für diejenigen, die sich mit EAs auseinandersetzen, also die es automatische Systeme oder halbautomatische Systeme handeln möchten, vielleicht auch den einen oder anderen speziellen Indikator irgendwie sich kaufen wollen oder irgendwo herunterladen wollen. Ich zeige euch heute auch nochmal, wie man sowas dann installiert. Dann gibt es diese aktuell noch hauptsächlich für den MetaTrader 4. Sicherlich auch mittlerweile schon eine ganze, ganze Menge für den MetaTrader 5, aber hier ist es in der Tat so, dass das eine oder andere Programm, die eine oder andere Software, das ein oder andere Add-on aktuell nur auf dem MetaTrader 4 läuft, und somit muss man hier dann eben entscheiden. Ja, man kann sich auch ohne Probleme, so wie ich es habe, beide Varianten herunterladen, den Vierer und den Fünfer. Man kann beide gleichzeitig starten. Man kann beide gleichzeitig mit ein und demselben Konto verbinden. Das ist alles möglich. Da gibt es auch, ich habe zumindest hier beim Laufen beider MetaTrader noch keine Nachteile gesehen. Das funktioniert alles wirklich ohne Probleme. Das kann man natürlich auch machen. Also dann hier einfach dann kurz die Daten eingeben.
entsprechend dann Name, Nachname, entsprechend Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Land, klar, je nachdem, wo man wohnt. Kontowährung würde ich im Prinzip empfehlen, natürlich diese Kontowährung zu wählen, die man dann auch später im reellen Live-Konto hätte. Für die meisten von uns ist es Euro. Man könnte jetzt auch ein US-Dollar-Konto eröffnen oder ein Schweizer Frankenkonto, britischer Pfund-Konto. Also hier würde ich auf jeden Fall dann empfehlen, dann die Währung zu wählen. Für die meisten, wie gesagt, ist es Euro, die man dann auch später nutzt und dann eben hier noch die Einzahlungssumme. Und auch hier würde ich empfehlen, irgendwo wenigstens in der Nähe des Betrages, den hier auszuwählen, den ich später dann auch einzahlen möchte. Ja, ich nehme jetzt hier immer für die Demo-Variante als Beispiel 25.000. Wenn man aber sagt, okay, ich will mich erstmal mit 5.000 oder 10.000 Euro ausprobieren, vielleicht sogar nur mit 3.000 Euro, dann sollte man auch in der Demo-Variante natürlich schon die Größe in etwa nehmen, um eben sich ja so nah wie möglich an den reellen Bedingungen dann eben zu befinden und nicht eben weit weg davon zu sein. Ich wähle jetzt hier 25.000 aus. Dann hier unten einfach noch entsprechend diese ganzen Dinge mit Ja beantworten. Da geht es eben primär darum, dass man dann auch Informations-E-Mails, Marktanalysen etc. von JFD Brokers bekommen darf. Da ich hier zum Teil auch Analysen schreibe, empfehle ich das natürlich, weil da kommt schon eben auch guter Content, den man da immer mal liest, tägliche Updates teilweise und auch wichtig Updates zum MetaTrader beziehungsweise auch wichtige E-Mails, die man teilweise im MetaTrader auch lesen kann, teilweise dann als E-Mail bekommt, auch im Endeffekt natürlich die Kontoauszüge, auch im Demo-Modus bekommt man, wenn man handelt, an dem Tag, am Abend dann eine E-Mail mit dem Handelsschluss, was man dann am Tag alles so getätigt hat, im entsprechenden Konto, welche Trades da umgesetzt worden sind, genauso wie später dann auch ist, wenn man im reellen Modus handelt. Also hier das dann eben alles mit Ja beantworten, die Geschäftsbedingungen beantworten und dann einfach auf Registrieren klicken. Dann bekommt man eine E-Mail mit entsprechenden Daten, mit Zugangsdaten, nochmal mit einem zusätzlichen Link. Man kommt eben dann in den Modus, den MetaTrader zu installieren. Das ist ein selbsterklärender Prozess. Den möchte ich jetzt gar nicht mit euch hier durchgehen. Also das ist relativ simpel. Da kann man nicht viel falsch machen. Man wählt im Endeffekt ja nur noch den Pfad aus, wo man das Programm installieren möchte. Das kann man natürlich wählen. Alles andere ist dann einfach nur bestätigen, bestätigen, bestätigen und dann installiert sich im Endeffekt der MetaTrader von selbst. Man hat dann auch in dieser E-Mail Zugangsdaten, sei es fürs Live-Konto oder sei es dann im Endeffekt dann auch für das Demo-Konto. Und die muss man gegebenenfalls dann noch eingeben, wenn man dann den MetaTrader öffnet. Und ihr seht, ich habe jetzt hier schon beide MetaTrader-Varianten offen und ihr seht das erstmal grundsätzlich. Ja, rechts, das ist der MetaTrader 5, die etwas neuere Variante. Und diese etwas neuere Variante sieht ein bisschen bunter aus, ein bisschen, ja, nicht mal die Farben vom Chart, die kann man ja einstellen, aber oben diese ganzen Buttons, die sehen irgendwie so ein bisschen einen Hauch ansprechender aus. Aber wie gesagt, das nimmt sich nicht viel. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die im MetaTrader 5, also auf der rechten Variante hier interessanter sind. Als Beispiel nur mal vorweg, was für mich wirklich schon ein Punkt ist, wo ich sage, das ist ein Punkt, wo ich mich allein nur deswegen für den MetaTrader 5 entscheiden würde. Schaut mal, man kann hier im MetaTrader 4 oben die entsprechenden Zeiteinheiten wechseln. Ja, ohne dass man jetzt erstmal weiß, was hier passiert. Wir haben einen Chart, erkläre ich auch gleich nochmal die Möglichkeit. Und man wechselt hier dann zwischen einem 1-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart, 30, eine Stunde, 4 Stunden, ein Tag, eine Woche, ein Monat. Kann man relativ schnell hinterher switchen und immer verändert sich natürlich das Bild. Das war es dann aber auch im MetaTrader 4. Mehr Zeiteinheiten kann man hier nicht einstellen. Das gleiche gibt es hier im MetaTrader 5. Die Buttons sind genau die gleichen, aber man kann dann hier noch auf die rechte Maustaste klicken, Periodizität klicken. Und dann seht ihr, guckt mal, wir haben hier auch 1, 5, 15, 30, so wie es vorher auch war, aber dann hier nochmal den Button Minuten. Und jetzt kann man hier noch 2, 3, 4, 6, 10, 12, 15. Also man kann hier viel mehr schon allein in Minuten auswählen. Man kann hier im Punkto Stunden nochmal viel mehr auswählen und dann Tag, Woche und Monat bleibt natürlich gleich. Und alleine der Punkt, zum Beispiel mal sich einen 2-Minuten-Chart angucken, ja, was ich auch ganz gerne mache, oder einen 10-Minuten-Chart, was ich auch ganz gerne mache, all das hätte man hier nicht. Im MetaTrader 4, hier gibt es auch Periodizität, aber wir sehen, hier ist man begrenzt. Ja, das, was hier oben im Prinzip an Klickmöglichkeiten ist,
gab es jetzt da eben auch. Also dann allein schon der Punkt spricht für mich persönlich dafür, und ich werde jetzt auch für die Livestreams zeitnah dann irgendwann auf den MetaTrader 5 klicken, gerade auch bezüglich des Aktien, dieser Aktienofferte, dieser kostenlosen Aktienofferte, dann eben auch in den Livestreams entsprechend vielleicht auch mal die ein oder andere Aktie dann mit euch zu handeln. Also das jetzt an dieser Stelle. Ich lese mal ganz kurz im Chat. Also Daniel schreibt, es funktioniert, kann man später vom Demo direkt auf Live-Konto upgraden? René, ja, das funktioniert, das ist kein Problem, ich zeige euch das auch gleich. Wer was anderes wählt als Euro, wird das später beim FA bereuen. Ja, genau. Also, man muss natürlich in den Abrechnungen entsprechend dann schauen. Man muss das FA, also Finanzamt, ne, man muss natürlich idealerweise das in Euro haben. Man hat sowieso, also Kontoauszüge vom Trading sind spannend. Gerade fürs Finanzamt und gerade wenn man Daytrader ist, hat man ja wirklich hunderte von Trades teilweise. Und hier nur mal der kurze Ausflug. Also ich habe da schon so meine lustigen Erfahrungen gemacht, bis zum Abwinken des Finanzbeamten, der dann gesagt hat, okay, ich glaube Ihnen das, weil ich da einfach wirklich mit Kisten von Kontoauszügen bezüglich meiner Trades angekommen bin, die natürlich dann nicht nur in Euro abgerechnet werden, beziehungsweise hier ist es teilweise so, dass automatisch bei CFDs größtenteils automatisch auf die klassische Währung umgerechnet wird, die man da wählt. Im Future-Bereich ist das nicht so, wo ich ja größtenteils unterwegs bin. Da hat man eben US-Märkte, die werden in Dollar abgerechnet, deutsche Märkte, europäische Märkte größtenteils in Euro. Und sprich, man hat verschiedene Währungen, teilweise noch Schweizer Franken oder eben einen britischen Pfund, was dann ständig mit Währungskursen, und da sieht kein Mensch wirklich durch. Also das ist wirklich eine wahre Freude. Aber das sollte nicht das Thema sein. Wie kann man das ändern, um hier dem René die Frage zu beantworten? Ihr habt dann für das Demo oder fürs reelle Konto entsprechend Zugangsdaten bekommen. Einfach hier oben erstmal dann auf den Button Datei gehen. Beide Seiten, beides gleich. Ihr geht auf den Button Datei, auf Konto Login. Das ist im MetaTrader 5 genau das Gleiche. Ihr geht auf Handelskonto Login. Und dann habt ihr dann die Möglichkeit dort, zack, machen wir hier mal entsprechend diese Zugangsdaten. Ihr bekommt eine Kontonummer, ihr bekommt ein Passwort, und dann gibt es hier unten eben die Variante JFD Live 1 oder 2. Das steht dann in der Mail mit drin, beziehungsweise JFD Demo-Konto. Ja, ihr seht, ich bin jetzt hier in einem Live-Konto drin. Ich könnte jetzt hier auf einem Demo-Konto, was ich hier irgendwann mal hatte mit dieser Software, was hier schon eingetragen ist, könnte ich jetzt hier wechseln. Kontodaten speichern würde ich immer machen, weil dann ist man jedes Mal, wenn man dann den MetaTrader im Prinzip auch öffnet, ist man dann entsprechend in dem vorher eingestellten Demo-Modus oder eben entsprechend dann auch im Live-Konto. Und wenn ihr jetzt dann eben aus dem, das könnt ihr hier auch direkt machen, ne, Datei, und dann geht ihr unten auf Konto eröffnen, ja, und dann kommt ihr hier entsprechend relativ zügig dahin, dann eben ein Live-Konto, machen wir jetzt mal weg, ein Live-Konto zu eröffnen, beziehungsweise macht ihr es auf der Website, dann kriegt ihr wieder die Zugangsdaten und braucht das dann dort nur zu ändern. Sprich, wenn ihr euch einmal diesen MetaTrader eingerichtet habt, ja, so wie ihr das möchtet, dann braucht ihr das nicht nochmal von vorne tun. Und ihr seht jetzt schon hier, man hat natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, und da will ich jetzt mit euch auch mal anfangen. Wenn man dann den MetaTrader öffnet, wir können das hier mal runterklicken. Schiebt das hier nochmal rüber, und ihr seht hier, ich habe jetzt hier beide MetaTrader-Varianten. Einmal die 4, erkennt man hier ein bisschen blöd, schiebe ich mal runter. Ihr seht hier einmal JFD MetaTrader 4, einmal JFD MetaTrader 5. Einfach ganz simpel mit Doppelklick eröffnet man oder öffnet man natürlich dann hier den MetaTrader. Und wenn man das erste Mal tut, dann muss man hier gegebenenfalls dann entsprechend die Zugangsdaten noch eingeben. Ja, und dann hat man hier reelle Daten, Realtime-Kurse. Ihr seht das hier rechts tickern. Ihr seht das jetzt hier in beiden MetaTrader-Varianten gleich. Und wir sehen jetzt hier aktuell in beiden Varianten den Dow Jones. Der heißt hier zum Beispiel US 30 Cash im 5-Minuten-Chart auf beiden Varianten. Und dann könnt ihr ja anfangen, eben erstmal mit dem MetaTrader zu arbeiten. Und da bleiben wir erstmal auf dem MetaTrader 4. Ja, das mache ich jetzt hier. Man hat hier unten die Möglichkeit, das so ein bisschen zusammenzuschieben. Und wenn ihr das hier öffnet, dann habt ihr meistens linker Hand noch so ein paar zusätzliche Fenster offen. Unter anderem zum Beispiel diese Marktübersicht. Und ihr habt dann links diese ganzen Märkte, die dann hier teilweise eben möglich sind. Das werden wir auch gleich nochmal beispielhaft besprechen. Ihr habt dann rechts das entsprechende Chartfenster. Ihr habt unten entsprechend eine Zeitleiste. Ihr habt rechts dann die Kursleiste. Und ihr habt unter der Zeitleiste hier nochmal verschiedene Button, ja, wo ihr dann durchklicken könnt, wo verschiedene Märkte, in meinem Fall eine ganze Menge. Wenn ihr allerdings hier den MetaTrader das erste Mal öffnet, dann ist das ähnlich wie jetzt hier unten im MetaTrader 5. Da ist im Prinzip das genauso,
Nur, dass hier rechts nichts mehr steht. Ja, also hier habe ich jetzt wirklich nur insgesamt 3, 6, 9, 11 Chartfenster offen, mehr nicht. Ja, in meinem MetaTrader 4, mit dem ich die ganze Zeit arbeite, da seht ihr, dass hier unten sehr, sehr viel mehr offen ist. Und man hat hier rechts so 2 Pfeile, die man nach rechts klickt. Ja, mache ich jetzt mal ganz weit, ne? Oder dann entsprechend, wenn hier irgendwann mal zu Ende ist, ja, dann natürlich wieder nach links klickt, um hier zwischen den ganzen Märkten hin und her zu switchen. Ich muss das zugegebenermaßen bei mir dann mal aufräumen. Ja, zeige euch auch gleich, wie das geht, um hier dann eben dieses Durcheinander mal ein wenig wegzuklicken. Aber irgendwie hat jeder Chart hier seine Bewandtnis, aber ich merke, wenn ich hier so klicke, dass das mittlerweile eine ganze Menge ist. Also zu viel zugegebenermaßen definitiv. Ne? So, und jetzt klickt ihr hier im Prinzip einfach mal in meinem Fall auf den ersten Button und das sieht dann meistens, wir klicken doch mal immer hin und her zwischen den verschiedenen Varianten, das sieht meistens so aus. Ja, dann habt ihr erstmal ein dunkles Chartfenster mit den JFD-Farben im Chart, also blaue und weiße Candles ist hier meistens grundeingestellt. Ihr habt dann auch meistens hier unten einen Indikator drin liegen. Ja, das ist im nächsten Feld auch. Da sind dann andere Indikatoren drin. Und dann habt ihr hier, glaube ich, in den Grundeinstellungen, wenn ihr den MetaTrader öffnet, ich glaube, 5 Chartfenster offen. Ja, und ihr seht hier, lest hier, das erste Chartfenster ist der Euro-US-Dollar, zweite Chartfenster XAU-US-Dollar ist in dem Fall Gold. Dann habt ihr DE30 Cash, das ist der DAX, US-Dollar, japanischer Yen, die Währung. Dann kommt hier eine Apple-Aktie, Dow Jones, WTI Crude, das Öl, nochmal der DAX und so weiter. Also das sieht man dann hier unten und hier ist jetzt der Euro-US-Dollar im 5-Minuten-Chart offen. Das ist jetzt hier der Euro-US-Dollar im 5-Minuten-Chart. Wenn man hier dann aufs Gold geht, ist das hier eben das Gold im 5-Minuten-Chart. Und hier oben, wie ich es ja eingangs schon zeigte, kann man jetzt entsprechend dann die Zeiteinheit ändern. Jetzt ist das ein Stunden-Chart, sprich jede Kerze hier bedeutet eine Stunde. Also die letzten 5 Kerzen wären dann die letzten 5 Stunden logischerweise, ne? Und man hat die Möglichkeit, auch zwischen verschiedenen Chart-Darstellungsvarianten zu wechseln. 3 erstmal einfacher Natur an der Zahl. Und zwar wäre das einmal der Balkenchart. Ja, da sieht man, dass diese Kerzencharts, wie sie eben dargestellt sind, sich ändern in einen Balkenchart. Bedeutet, der Körper der Periode, ich zeichne das mal kurz ein, Moment, wie man sowas liest. Also man hat meistens irgendwo einen Eröffnungskurs der Periode. Moment, das machen wir hier nochmal kurz anders. Eine andere Farbe und dann nur den Strich. Also wir haben irgendwo einen Anfang. Dann geht der Kurs mal kurz runter. Ja, geht dann aber in der Stunde auch irgendwann mal wieder nach oben. Und geht zum Ende, bis zum Ende der Stunde nochmal kurz nach unten und endet dann. Moment, endet dann hier. Sprich, man hat bei so einem Balkenchart immer einen Anfangskurs, da ist der Strich meistens auf der linken Seite, nicht meistens, sondern ist auf der linken Seite. Dann hat man hier irgendwann in der Stunde war der Kurs mal unten, dann war er in der Stunde auch mal Kurs hier irgendwie der Kurs hier oben und dann endete er hier. Also und das, was hier blau dargestellt sind, in dem Fall farblich einfach nur dargestellt, steigende Balken und alles, was weiß dargestellt ist, sind fallende Balken. Da ist auch der Eröffnungskurs hier. Dann war der Markt irgendwann mal hier oben, ist dann zwischendurch gefallen, war irgendwann mal hier unten und hat dann hier den Schlusskurs gefunden. Ja, also das ist im Prinzip auch nur eine Darstellung, Eröffnungskurs, Schlusskurs, hoch und tief. Nur, dass es ein bisschen schwieriger fällt. Es ist weniger ablenkend grundlegend, aber es ist fällt optisch etwas schwieriger, das alles zu erkennen. Im Endeffekt ist es zwar eine Gewohnheitssache, aber es fällt im Allgemeinen etwas schwieriger aus. Wenn man allerdings diesen Kerzenchart wählt, das ist ja grundlegend nichts anderes. Ja, man hat im Endeffekt einen Eröffnungskurs. Machen wir auch wieder, machen wir gelb. Ne? Da ist im Prinzip auch ein Strich. Ne? Dann war der Kurs eben irgendwann mal unten. In dem Fall ist dann der Körper ja, in dem Fall ist ja so, ja, wenn wir dann unten waren, machen wir mal weiter, Eröffnungskurs, dann geht der Kurs irgendwann nach oben, wenn wir mal bei dem Balkenchart bleiben, ja, und hätte dann hier wieder den Schlusskurs. Wie sieht dann die Kerze aus? Die sieht im Prinzip so aus. Ne? Das ist ganz klar. Ich denke, das ist jetzt auch wirklich Basics hoch 12. Das kennt jemand, aber einfach, dass man das nochmal gehört hat. Was ist ein Kerzenchart? Was ist ein Balkenchart? Und was ist im Endeffekt ein Linienchart? Der zeigt, man kann das einstellen, in dem Fall glaube ich, nur die Schlusskurse einer jeweiligen Periode. Wir haben ja hier jetzt auch die Stunde eingestellt. Sprich, der zeigt wirklich sehr unübersichtlich und ohne, also da fehlen ja wirklich Informationen, wenn ich nur den Schlusskurs oder nur den Eröffnungskurs, es gibt auch Liniencharts, wo man den Median einstellt, also die Mitte vom Hoch- und vom Schlusskurs, dass man da irgendwie so ein, ja,
einen Mittelkurs sozusagen dargestellt bekommt, ist für mich nichts. Also das gibt es ja viel, wenn man eben im Internet mal auf OnVista.com direkt oder sowas schaut. Da sieht man dann auch gerne mal so einen Linienchart, aber wir wissen, dass der Linienchart eben bestimmte Informationen nicht anzeigt. Und die meisten im Trading oder an der Börse handeln oder schauen sich den Markt mit einem Candlestick-Chart an, weil es einfach optisch das Beste ist. Und was ich ganz gerne mache, wenn wir mal auf den US-Markt hier gehen, auf den Dow Jones klicken, da seht ihr, dass die steigenden Kerzen, also die Kerzen da, die nach oben gehen, die sind grün und die, die nach unten gehen, sind rot. Und das ist für mich eine Darstellung, so habe ich eigentlich immer meine Charts. Und so kennt man das auch, rot für fallend, grün für steigend. Das ist eine optische Geschichte, die kriegt man sehr, sehr schnell mit. Ja, und man sieht dann hier eben in Grau die entsprechenden Dochte und Lunten, wo denn in dem jeweiligen Chart, also hier im 5-Minuten-Chart, dann der Markt zwischendurch immer mal war. Und man hat wirklich die Information, Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, sehr, sehr schnell auf dem Schirm und kann das sehr, sehr schnell ablesen. Ja, und somit sollte man nicht, man kann das machen, wie man möchte, aber ich empfehle es dann eben den Chart, auch wenn wir hier mal auf den 30-Minuten-Chart gehen, dann sieht man relativ zügig, was hier gehauen und gestochen ist. Ja, das jetzt nochmal zu den Chartdarstellungen. Und Zeiteinheiten, denke ich, ist jetzt auch jedem klar. Und wie gesagt, hier im MetaTrader 5, wo wir uns ja aktuell jetzt wieder befinden, dann eben die Möglichkeit, im Gegensatz zum MetaTrader 4 zum Beispiel dann eben auch mal einen 2-Minuten-Chart zu wählen oder 3-Minuten-Chart und dann hier oben die Standard-Chart-Perioden und Zeiteinheiten, wie sie auch im MetaTrader 4 möglich sind. Aber hier im MetaTrader 5, wie gesagt, nochmal ein Stück mehr. Gut, also das jetzt erstmal da, wie man eben die Charts darstellt. Und ich denke, ein Chart ist klar, was das ist. Das ist halt natürlich die Darstellung des jeweiligen Marktes, mit Hoch und Tief, wie sich der Kurs eben verhält. Man sieht hier immer rechts den aktuellen Kurs. Man kann sich das alles farblich einstellen. Das werden wir jetzt auch machen, dass man eben sagt, okay, neben den Indikatoren möchte ich eben den Hintergrund oder eben die Zahlen hier rechts. Oder ihr seht hier immer so ein ganz feines Linienmuster hier, wie sagt man, so ein Raster quasi im Hintergrund. Man hat hier unten Indikatoren drin, die eben eine Farbe haben. Und dafür klickt man einfach irgendwo im Chart auf die rechte Maustaste, geht ganz nach unten auf Eigenschaften und hat jetzt hier unter dem Punkt Farben die Möglichkeit, das ist im Prinzip im MetaTrader 4 genauso, dann alles, man kann das ist auch teilweise selbsterklärend, man kann sich hier im Endeffekt dann auch ausprobieren. Und ich erkläre euch gleich, wie man dann auch vorher ein Sicherheitsupdate macht, dass wenn man hier doch mal was falsch macht und irgendwie die Farbe nicht mehr weiß, die ich vorher hatte, die mir eigentlich so gut gefallen hat und auf einmal ist der Chart pink und ich möchte wieder in meinen alten Chart zurückkommen, zeige ich euch gleich, wie man das macht. Im Endeffekt kann man hier im Prinzip alles einstellen, denn Hintergrund, der ist hier weiß, das sieht man, den Vordergrund, der ist hier schwarz, Vordergrund sind meistens dann die Zahlen gemeint. Dann hat man eben Balken hoch, Balken runter und dann nochmal Kerzen hoch, Kerzen runter. Das ist einmal der Körper. Und einmal der Rahmen. Ja, also der Rahmen, der ringsherum ist, inklusive der Dochte und Lunten. Ja, und einmal der Kerzenkörper, der dann hier entsprechend andersfarbig ist. Also das kann man hier dann auch nochmal auswählen. Dann das Volumen, das ist jetzt hier gar nicht eingestellt, das muss man noch aktivieren. Die Bid- und Ask-Linien, die man hier farblich einstellt, der letzte Preis und dann eben nochmal Stop-Levels, also wenn man dann schon handelt. Und dann kann man hier eben nochmal einstellen, was man so angezeigt bekommen möchte, Volumen, Gitter anzeigen, das ist zum Beispiel dieses Gitter hier im Hintergrund, Ask-Linien noch zusätzlich mit anzeigen. Also hier kann man auch nochmal sich ein bisschen ausprobieren, so ein bisschen rumspielen. Das ist alles auch selbsterklärend und wenn man sich hier einfach mal so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dann ist das relativ einfach. Hier kann man auch nochmal zwischen Balkenchart, Linienchart im Prinzip unterscheiden. Hier, wenn wir nachher dazu kommen, nochmal den Heiken-Ashi-Indikator zum Beispiel in den Einstellungen durchzugehen, ist dieser Punkt recht wichtig, dass man den Chart in den Hintergrund versetzt. Sprich, wenn ich hier draufklicke, dann sind bestimmte Indikatoren, die man im Chart darstellt oder eben auch nochmal, es gibt ja bestimmte Herangehensweisen, wo man den Balken bzw. Candlestick-Chart nochmal in irgendeiner Art und Weise verändert, zum Beispiel so Heiken-Ashi-Methoden. Ja, dann kann ich hier den Chart in den Hintergrund versetzen, um dann eben das, was auf dem Chart draufgesetzt ist, dann im Vordergrund logischerweise zu sehen. Macht man das hier nicht, nimmt man diesen Pfeil hier nicht raus, dann funktioniert das teilweise nicht. Also hier gibt es so ein paar Geschichten, die man hier nochmal so einstellen kann. Kann man sich anschauen, entsprechend dann eben die Farben, wie gesagt, einstellen, wie man das möchte. Und dann, wenn man rumspielt und vorher eigentlich schon für sich das perfekte Layout gefunden hat, auch inklusive der Indikatoren, was wir gleich durchgehen, wie man die einstellt, dann geht hier einfach wieder rechte Maustaste auf den Punkt Vorlagen. Und jetzt kann man hier diese Vorlage, so wie sie ist, speichern.','//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 
Und wenn ich eine Vorlage gespeichert habe, ja, jetzt gibt man einfach dem Kind einen Namen. Ihr seht, dass ich hier schon zwei, dreimal Test in so einem Webinar gemacht habe. Deswegen will ich es jetzt gar nicht nochmal machen. Man gibt dann hier unten einfach einen Namen ein. Ihr seid zum Beispiel hier Heiken Aschichart, habe ich auch schon mal dargestellt, habe ich dann abgespeichert. Also eine Vorauswahl im Prinzip der Darstellung. Dann macht man das, geht hier unten auf Speichern. Mache ich jetzt nicht, ich mache Abbruch. Und dann habe ich hier vielleicht jetzt diesen Chart, so wie ich ihn dargestellt habe, den habe ich den Namen Markus gegeben. Wenn ich dann später auf einem Chart bin, hier zum Beispiel, was mir absolut vielleicht nicht gefällt, weil es viel zu düster ist und blau und dass man jetzt hier sagt, okay, ich will jetzt hier meine helle Darstellung, rechte Maustaste, Vorlage laden und dann wähle ich hier meinen entsprechenden Test oder irgendwas aus, klicke auf Öffnen und dann wird hier dieser Chart im Endeffekt so dargestellt sein, wie ich es hier in der Vorlage gespeichert habe. Und dann kann man sich wieder ein bisschen ausprobieren, das dann vielleicht unter einem anderen abspeichern. Ich habe zum Beispiel Tag- und Nacht-Chart-Darstellungen, beziehungsweise kann man dann eben auch nochmal Profile im Prinzip speichern, wo man dann sagt, okay, ich habe zum Beispiel ein Tagesprofil und ein Nachtprofil. Profil bedeutet, dass hier alles gespeichert ist, also diese ganzen Märkte hier unten, dann eben auch mit den entsprechenden Vorlageneinstellungen hier. Und ich habe zum Beispiel, Moment, wo hatten wir das hier? Man kann natürlich auch schwarz nehmen. Moment, ich klicke mal durch, nicht verwundern. Nee, hier war es da nicht, dann war es im MetaTrader 4. Ich habe eine Darstellung, wo der Hintergrund dunkelblau ist, ja, auch die Kerzen rot und grün, was einfach ein bisschen dunkler ist. Weil wenn es draußen schon dunkel ist und man vielleicht auch im Büro gar nicht so viel Beleuchtung hat, dann ist dieses Weiß zu grell. Das ist irgendwann fürs Auge nicht mehr schön. Und dann habe ich eine Chartdarstellung, da kann man zum Beispiel auch dieses Schwarz wählen, was einfach im Dunkeln ja ein bisschen besser ist fürs Auge und da kann man sich natürlich dann nochmal das auch für eine Nacht einstellen und dann kann man hier entsprechend ein Profil speichern. Ja? Profil speichern als, ja, oder eben dann entsprechend ein Profil eröffnen. Das steht dann hier unten und man hat dann hier verschiedene Profile und dann hat man eben so ein Tages- und Nachtprofil, was man sich hier im Endeffekt noch zurechtlegen kann. Also das ist erstmal, das ist später wichtig, das ist vielleicht nicht zwingend am Anfang wichtig, aber es sind auf jeden Fall Punkte, die man mal erwähnt haben sollte, die man mal gehört haben sollte, um dann natürlich im Endeffekt dann auch mal zu wissen, was geht und was geht nicht. Ja? Kommen wir mal dazu, wie man jetzt hier im Endeffekt so Indikatoren einfügt. Wir haben hier unten jetzt die ATR zum Beispiel in diesem Chart drin. Man kann das immer hier an diesen Strich, ja, linke Maustaste festhalten, dann kann man hier die Größe einstellen. Ja? Genauso wie man im Prinzip hier diese rechte Skala, ja, wenn ich hier mit der Maus reingehe und die linke Taste festhalte, ja, da, ihr seht schon, ihr habt so neben dem Pfeil nochmal so zwei kleine Pfeile, dann kann ich hier die linke Maustaste festhalten und dann die Maus nach oben oder unten bewegen und dann verschiebt sich der Chart in der Höhe. Ja, manchmal ist es zum Beispiel so, das ist manchmal MetaTrader so, dann ist aus Versehen irgendwie der Chart so dargestellt. Manchmal ist es auch so, ja, dass hier da irgendwas, denkt man, was ist nun los, ja? Dann einfach mit der linken Maustaste doppelt in die rechte Seite reinklicken. Zack, na, zack, ist der Chart wieder oben und unten angepasst ans Bild, also optisch wieder genau richtig. Und genau das Gleiche, man kann jetzt hier, wir sehen jetzt hier im 15-Minuten-Chart eben die entsprechenden Perioden dargestellt, wenn ich hier unten reinklicke in diese Zeitskala, ja, und auch wiederum die linke Maustaste festhalte und jetzt die Maus nach links verschiebe, dann seht ihr, dass ihr dann eben diesen Chart nach zusammenschiebt. Ja, wir haben immer noch den 15-Minuten-Chart, aber schauen jetzt hier bis Anfang Januar zurück, ja, und wenn ich hier wieder nach rechts gehe, dann schaue ich jetzt im 15-Minuten-Chart bis heute oder gestern, was ist das hier, gestern Mittag zurück, ja. Also man kann dann hier den Chart zusammenstellen. Aber kommen wir zu den Indikatoren. Also einfügen, Indikatoren. Und jetzt hat man hier eine Auswahl von den verschiedenen Indikatoren. Da muss man sich auch mal einfach durcharbeiten. Ich bin ja nicht so der Freund von so einer Masse an Indikatoren. Den einen oder anderen nutze ich persönlich. Vielmehr eigentlich so Volumengeschichten. Weniger, dass man hier irgendeinen Oszillator oder gleitende Durchschnitte habe ich ab und zu drin. Aber eigentlich Indikatoren relativ wenig. Aber man hat ja natürlich die Möglichkeit, alles Mögliche sich einzustellen und eben sich da auch mal ein bisschen auszuprobieren. Einfach mal anfangen. Hier oben sind ein paar dann eben Tendenzindikatoren, Oszillatoren, Volumenindikatoren. Bill Williams, das ist eben jemand, der auch mal Indikatoren geschrieben hat, die da nicht ganz so unbekannt sind.
Und dann eben nochmal benutzerdefinierte Indikatoren. Hier hat man die Möglichkeit, auf der Oberseite einen Pfeil zu klicken, beziehungsweise auf der Unterseite einen Pfeil zu klicken. Und dann gibt es hier auch noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, Indikatoren einzufügen. Ja, und wir entscheiden uns jetzt hier mal willkürlich um nochmal einen CCI, Commodity Channel Index einzufügen. Also da habe ich gerade raufgeklickt, ne? Und dann kommt hier immer nochmal so ein Fenster, wo man den Indikator dann entsprechend anpassen kann. Periodeneinstellungen, Farbeinstellungen, dann hat man hier die Möglichkeit, eben Ebenen nochmal einzustellen. Ein CCI hat eine obere und eine untere Grenze, die kann man hier nochmal einstellen. Dann eben die Skala kann man hier nochmal im Endeffekt anpassen, beziehungsweise die Visualisierung, das hat fast jeder Indikator. Ich könnte mir zum Beispiel diesen CCI jetzt nur im Minutenchart anzeigen lassen oder nur im Stundenchart oder Minute und Stunde und Tag, Woche, Monat nicht. Ja, dann kann ich entsprechend hier dann das Feld rausnehmen, alle Zeiteinheiten und wähle dann hier entsprechend, in welcher Zeiteinheit nun der Indikator dargestellt werden soll oder nicht. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man Indikatoren als Signalgeber nimmt, aber sich vorher dann eben zum Beispiel, ja, wir machen das jetzt erstmal, wir blenden den, oder nee, warten, wir machen mal, wir suchen das mal raus und machen das mal nur im Moment, das ist noch ziemlich viel Arbeit jetzt hier, wir klicken mal die ersten Minuten raus hier, ja, das nicht. Ja, will das nur im 5-Minuten-Chart haben, zack, zack, das alles lassen wir weg, ja, und Stunde und so lasse ich auch alles weg, ne? Woche, Monat lasse ich auch weg, jetzt mache ich okay, so, jetzt passiert hier erstmal nichts, weil wir haben ja ausgewählt nur 5-Minuten-Chart und dann gehen wir auf den 5-Minuten-Chart, zack, habe ich hier unten dann den entsprechenden Indikator, diesen CCI drin. Ja, nur im 5-Minuten-Chart. Und als Beispiel, es gibt da Indikatoren, die man jetzt, wo man jetzt sagt, okay, ich analysiere den Chart auf einem Stundenchart, ne, und schaue hier, was hier so los ist. Da ist jetzt im Dow Jones nicht so viel los, er ist in einem wichtigen Bereich. Und ich will jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich suche jetzt nach Kaufsignalen. Warum? Weil vielleicht, und da fangen wir schon mal an, hier Objekte einzufügen, Objekt, ja, dann kann man hier im Prinzip Formen einfügen und dann so ein Rechteck. Ja, weil ich hier eben dann ein Unterstützungsniveau sehe. Zeichnen wir jetzt mal ein, ne? So. Und wenn ich jetzt hier vielleicht charttechnisch sage, einfach nur mal, um hier so ein bisschen Charttechnik vorsichtig mit einzubringen, wenn wir jetzt hier wieder hochkommen, dann will ich hier irgendwie nach Long-Signalen suchen. Und das mache ich dann vielleicht auf einem 5-Minuten-Chart. Ja, und dann gehe ich auf meinen 5-Minuten-Chart und sage, okay, Long-Signale. Long-Signale, wenn dieser Oszillator, also das ist wirklich, das ist jetzt kein Handelssystem, also nehmt das jetzt nicht für bare Münze, aber wenn so ein Oszillator hier in einem bestimmten Bereich dann anfängt nach oben zu durchschreiten, übergeordnet haben wir gesagt, okay, wir suchen nach Long-Signalen, ja, dann fängt man hier an, eben entsprechend Long-Signale vielleicht sich rauszusuchen und in einem wichtigen charttechnischen Bereich könnte das gegebenenfalls vielleicht gar nicht so uninteressant sein, ja, dass man denn dort ein Long-Signal bekommt. Und da ich das nur im 5-Minuten-Chart tätigen möchte, stelle ich das dann zum Beispiel nur für den 5-Minuten-Chart ein. Also das jetzt hier nochmal so eine kleine Feinheit bezüglich der Indikatoren und Einstellungen auf Zeitebenen. Wie bekomme ich das Ganze jetzt wieder raus? Also hier nochmal, wir könnten das jetzt zum Beispiel als Vorlage abspeichern und dann hätten wir auch als Vorlage in anderen Charteinheiten, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es ist so, dass man dann, wenn ich das auf einen anderen Chart anwende, dass ich dann auch nur im 5-Minuten-Chart diesen CCI mit drin habe. Also ich kann dann hier die Vorlage abspeichern. Wie nehme ich das jetzt wieder raus? Ihr geht jetzt hier auf Chart-Funktionen, dann hier auf Indikatoren und jetzt kommt hier eine Liste von Indikatoren, die aktuell aktiv sind. Wir sehen den CCI, den MACD, die ATR und hier oben einen gleitenden Durchschnitt. Diese vier Indikatoren sind aktuell hier aktiv. Ich könnte zum einen jetzt hier draufklicken, auf Eigenschaften gehen, dann kommt wieder dieses Fenster zum Einstellen. Könnte jetzt hier im Prinzip die Periode ändern, die Farbe ändern, alles, was man auch am Anfang beim ersten Mal im Prinzip einstellen kann. Ja, will ich jetzt gar nicht, klicke hier auf OK, will jetzt ja den Commodity Channel Index, also diesen CCI-Indikator löschen, will den wieder raus haben, weil er mir doch nicht gefällt, klicke dann hier entsprechend auf Löschen und jetzt seht ihr, jetzt ist der hier schon raus, gehe dann hier wieder auf Schließen und jetzt ist dieser Indikator aus den Einstellungen raus, könnte jetzt wieder die Vorlage speichern, wenn ich sage, ach, das Ding ist Mist, will ich nicht haben, mache es lieber einfacher, nehme den raus und wir können jetzt hier zusätzlich auch nochmal den MACD rausnehmen, wieder auf Indikatoren, MACD und auf Löschen gehen und auf Schließen gehen. Und jetzt haben wir hier die ATR und den Chart und noch einen gleitenden Durchschnitt. Und das war's. So kann man sich Charts einstellen, Indikatoren rein, raus machen, ja, Vorlagen abspeichern, Farben abspeichern, so wie man das möchte, so wie man das haben will. Und jetzt kommen wir dazu, okay,
Herr Klebe, wir haben jetzt hier diverse Märkte unten drin und die sind auch ja schon voreingestellt. Wie gesagt, fünf an der Zahl gibt es dann immer schon. Aber das sind ja in gegebenem Maße nicht die Charts, die ich da haben möchte, sondern ich möchte vielleicht andere Märkte haben, die mich interessieren. Wie mache ich das jetzt? Wir gehen hier auf Ansicht. Und dann gibt es in beiden Varianten diese Marktübersicht. Das ist das Ding hier, was an der Seite sich dann öffnet. Ja, dann gehen wir hier mal nach oben. Und immer oben, wir können ja auch gleich nochmal im MetaTrader 4 schauen, immer oben, ihr seht, das sieht jetzt so ein bisschen bunt aus, ja. Die ersten Felder hier, und da geht es bis, muss ich selbst kurz gucken, bis Apple haben wir drin, RP haben wir schon nicht mehr drin. Also im Prinzip hier oben, alles was bunt ist, sind alle Fenster, die hier unten offen sind, ja. Und dann fängt das Ganze eben an, sortiert zu sein. Wir schauen hier mal im MT4 rein. Ja, da ist das im Prinzip, weil ich ja dort mehr Märkte offen habe. Wenn wir hier, jetzt habe ich hier wieder falsch. Das muss nochmal dann sortiert werden. Alle Anzeigen. Moment, alle verbergen. So. Der braucht ein bisschen länger. Also dadurch, dass hier so eine Menge Märkte offen sind, ihr seht hier unten sind jetzt so, das sind alle Märkte, die ich jetzt aktuell offen habe. Ja, und wenn ich jetzt hier auch ganz, ganz viele Währungen, ja, wenn ich jetzt hier dann eben auf alle Anzeigen gehe, Moment, alle Anzeigen, zack, dann seht ihr, wie dieser Balken hier an der Seite groß wird, ja. Die ersten Märkte sind all die, die eben angezeigt waren, also alles das, was ich offen habe, und da unten da kommen dann alle anderen Geschichten, in dem Fall hier MetaTrader 5, das sind alles CFDs auf Aktien, ja, eine ganze Menge Aktien, 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 weiter Aktien, 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 Aktien. Also hier kommt eine ganze Menge. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, oh Gott, das sind alles Kürzel. Ja, man muss sich damit beschäftigen. Ohne Frage. Das ist jetzt hier in der Übersichtlichkeit. Da gibt's dicht sicherlich bessere Varianten. Aber man hat hier dann die Möglichkeit, wenn man darüber geht mit der Maus, dann sehe ich, okay, was sind das dann für entsprechenden Aktien? BlackBerry zum Beispiel, BB für BlackBerry. Dann eben hier, was haben wir da? Walgreens, ja. Also wenn man da mit der Maus einfach nur drüber schwebt quasi, zeigt er dann an, was das für Aktien sind. Scrollen wir weiter nach unten, dann kommen hier noch weitere Indizes, ja, die man hier sich öffnen kann, die ich jetzt persönlich noch nicht offen habe. Dann kommen hier noch weitere Währungspaare, die ich noch nicht offen habe, ja, beziehungsweise die ich auch offen habe, aber hier sind die ganzen Währungspaare. Dann kommen hier Kryptowährungen noch. Dann kommen hier zum Beispiel Kakao und Kaffee, kann man hier ein CFD auf ein Future handeln. Ja, also das ist hier auch nochmal recht interessant. Bunt gibt es hier auch als Future Zucker. Also hier hat man nochmal da die Möglichkeit, das dann sogar zu handeln. Und wie mache ich das jetzt? Wie kann ich dann so einen Chart öffnen? Ja, wir gehen hier einfach dann. In dem entsprechenden Feld klickt man die rechte Maustaste auf neues Chartfenster. Zack, und jetzt öffnet sich ein neues Chartfenster. Ich habe jetzt im Hintergrund im MT4 noch den Stereo-Trader installiert. Somit kommt dieser Stereo-Trader, der soll jetzt aber nichts zur Sache tun. Und jetzt sieht das alles komisch aus, ne? Und jetzt habe ich ja Vorlagen, ne? Rechte Maustaste, Vorlage. Und jetzt seht ihr hier, MetaTrader 4, 4 habe ich eben verschiedene Vorlagen, dann von JFD ein paar verschiedene, dann ein Heiken Aschi Vorlage und MegaTrader, Mega Cool Blue kann ich mal nehmen. Das ist im Prinzip diese Nachteinstellung, die ich habe. Ja, jetzt habe ich einen blauen Hintergrund, rot-weiße Kerzen, unten blau das Volumen und unten nochmal blau die ATR drin. Und jetzt habe ich diesen britischen Pfund US-Dollar, den ich jetzt gerade mit neuem Chart hier öffnen, dargestellt. Und hier jetzt da, das ist auch bedingt dessen, dass ich hier schon ganz, ganz viele Webinare gemacht habe, auch viele, viele Märkte ja auch immer mal wieder handle. Müssen wir jetzt hier wieder ganz viel auf der rechten Seite unten klicken. Und dann kommen wir am Ende. Als allerletztes hier, das ist der Chart britischer Pfund US-Dollar. Also wenn ich einen neuen Chart öffne, dann ist der rechts ganz hinten, ja, als letztes im Prinzip dargestellt. Und jetzt kommt davor, kommt hier nochmal der Dow Jones im Heiken Aschi Chart, dann hier nochmal der DAX im Heiken Aschi, ein bisschen blöder dargestellt und so weiter. Und wie mache ich das jetzt? Wie lösche ich jetzt diesen Chart, wenn ich ihn doch nicht haben will, den falschen aufgemacht oder wie ich jetzt hier, ich müsste mal aufräumen. Wie mache ich das? Einfach hier unten die rechte Maustaste, ja, und ganz simpel auf Schließen gehen. Zack, ist das dann weg und dann hat man hier den Markt hinten am Ende rausgelöscht quasi und kann hier quasi mal ein bisschen Budenzauber betreiben und das alles rauslöschen dann in den Darstellungen. Und hier, wie gesagt, jetzt sind wir wieder im MetaTrader 5, also wir switchen ja immer hin und her. Hier ist das aufgeräumt. Hier seht ihr,
Hier kommt nach rechts nichts weiter, da fehlen noch ein paar Märkte und deswegen sind hier diese Pfeile auch grau hinterlegt, ja, und kann hier nichts nach links und rechts klicken, weil einfach nicht so viele Märkte offen sind. Also das jetzt hier nochmal dazu. Wir kommen nochmal ganz kurz dazu, oder wir machen das mal ganz kurz auf eine andere Art und Weise. Wir eröffnen hier mal ganz kurz einfach mal den, machen wir nochmal den Euro-US-Dollar, neues Chartfenster, zack. Hier in dem Fall kommt nochmal eine Grundeinstellung des Metatraders hier von JFT Brokers, so wie wir es anfänglich auch schon mal hatten. Nehmen jetzt hier wieder eine Vorlage, ja, wähle hier, jetzt muss ich mal gucken, nehmen wir hier so einen Test, der, was ich hier irgendwann mal gemacht habe. Test, ja, sehen wir hier alles grün-rot, so wie ich es gerne habe, kein Indikator drin. So, und jetzt geht man ja daran und fängt mal an, zum Beispiel Märkte zu analysieren. Mit Trendlinien, mit Bereichen, die man vielleicht markiert und so weiter und so weiter. Und das möchte ich jetzt mal ganz kurz mit euch durchgehen. Wir haben jetzt hier einen, also den Euro-US-Dollar im Stundenchart hier oben, das sehen wir ja. Und jetzt möchte ich hier vielleicht erstmal wichtige charttechnische Bereiche festlegen mit Linien. Man hat hier oben die Möglichkeit, vertikale, horizontale, schräge Linien, Fibonacci und so. Wir wollen das Fibonacci noch gar nicht machen. Aber hier eben erstmal ein paar Unterstützungen reinlegen. Ja, zum Beispiel hier. Ja, das ist eine Unterstützung, da haben wir hier vielleicht mal so einen wichtigen Bereich gehabt. Dann will man vielleicht auch nochmal einen zweiten, nicht so ganz unwichtigen Bereich reinpacken. Hier zum Beispiel dieser 1330er Bereich, der ist auch wichtig für uns hier, gerade im Euro-US-Dollar. Und dann kann man sich hier oben vielleicht auch nochmal in dem Bereich eben was reinzeichnen. Und jetzt möchte ich, jetzt kann man das so weiterführen, ne? Jetzt möchte ich zum Beispiel ein Objekt einführen in Form einer eines Rechtecks zum Beispiel, weil ich hier eine Schiebezone markieren möchte. So, zack, ja, weil das hier so eine Schiebezone ist. Jetzt ist das allerdings kaum zu erkennen. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir wollen jetzt dieses Gebilde hier bearbeiten. Also man könnte jetzt hier, wenn man die Ränder erwischt, die rechte Maustaste machen, auf Eigenschaften klicken und jetzt kann ich hier diese Eigenschaften dieses Objekts bearbeiten. Kann jetzt hier zum Beispiel die Ränder stärker machen. Ja, könnt ihr jetzt hier die Parameter wählen, um es genauer zu machen, welche genauen Werte soll das haben, wieder die Visualisierung könnt ihr jetzt hier eben der ganzen Sache noch einen Namen geben und so weiter. So, jetzt klicke ich auch auf OK, zack, ist der Rahmen stärker. Ja, das ist das und jetzt seht ihr, das Ding ist noch markiert. Jetzt klicke ich wieder doppelt auf den Rahmen drauf, dann ist das nicht mehr markiert und jetzt habe ich halt hier so ein Objekt quasi, ein Viereck, kreiert, was im Chart drin liegt. Wie kann ich das allerdings auch noch bearbeiten? Einfach wieder auf Chart-Funktionen gehen und wie wir das vorhin mit Indikatoren gemacht haben, kann ich das genauso mit Objekten machen. Objekte hier oben, dann auf Objekte klicken und jetzt kommen hier in einer Auflistung alle Objekte, die ich drin habe. Aktuell ja drei horizontale Linien und dann eben hier dieses Gebilde, dieses Rechteck und wenn ich dann auf dieses Rechteck klicke und auf Eigenschaften gehe, dann komme ich wieder in dieses Feld, in dieses Fenster, wie ich dann entsprechend oder wo ich dann im Endeffekt die Eigenschaften für dieses Objekt bearbeiten kann. So und jetzt gibt es eben noch die Variante, ja auch Trendlinien einzuzeichnen, einfach hier auf den Punkt so eine schräge Trendlinie gehen und jetzt will ich hier vielleicht so eine Trendlinie einzeichnen. So, jetzt hört die auf. Machen wir denn nun? Ja, jetzt läuft die nur bis hierher. Das ist eine begrenzte Trendlinie. Und man kann diese jetzt auch unbegrenzt darstellen. Und meistens ist es sogar so im MT4, dass sie am Anfang unbegrenzt sind und das dem einen oder anderen nicht so gefällt. Ja, begrenzt ist eben, dass jetzt auch, wenn ich diese Linie jetzt unbegrenzt darstelle, das zeige ich euch gleich, dann ist die halt in einem Jahr auch noch irgendwo oben oder unten. Und irgendwann kreuzen dann auf einmal Trendlinien auf und die sind vielleicht schon ein Jahr alt, wenn ich diese jetzt hier ins Unendliche laufen lasse. Das kann man machen, indem man diese wieder doppelt anklickt. Dann seht ihr, das ist dann immer markiert. Ja, das ist jetzt bei mir hier auf diesem Bildschirm etwas kleiner alles, weil ich hier eine sehr hohe Auflösung in diesem Bildschirm drin habe. Normalerweise ist diese Markierung etwas eindeutiger. Gehe jetzt hier wieder auf Eigenschaften und kann jetzt hier im Prinzip bei Parameter im MetaTrader 4, im MetaTrader 5 kann ich rechts und links variieren. Also rechts ist natürlich jetzt ja nach rechts weg unendlich und nach Strahl links wäre nach links unendlich. Ich mache mal nur nach rechts, lass das mal, mach mal auf OK. Und jetzt ist nach rechts diese Trendlinie unendlich und nach links hört sie auf. Wenn ich links angekreuzt hätte, würde sie nach unten jetzt auch unendlich weggehen. Aber das interessiert natürlich keinen, weil nach links, das wird ja nie wieder kommen, das interessiert uns nicht. Im MetaTrader 4 gibt es hier in diesem Fall
Da haben wir jetzt hier auch einen Heiken Aschi. Und jetzt können wir hier eine Trendlinie einzeichnen. Zack, machen wir mal kurz. Ihr seht, die ist jetzt schon unendlich. Auch wieder doppelt draufklicken. Rechte Maustaste, Trendlinien-Eigenschaften. Und ich habe hier nur die Möglichkeit, Endloslinie zeichnen. Wenn ich das rausnehme und auf OK klicke, dann ist das Ding im Prinzip nur so lang, wie ich es eben auch gezogen habe. Ja, und so arbeite ich eigentlich meistens, dass ich mir nicht Linien, weil schräge Trendlinien sind für mich sowieso nicht ganz so wichtig, nicht ganz so interessant, und ab und zu mal was darzustellen im Chart, dafür ist das ganz gut, dafür kann man das nutzen und dafür mache ich das auch. Ne? Und so bearbeite ich Objekte im Chart und kann diese im Prinzip bearbeiten, stärker, dicker, dünner, endlos, nicht unendlos und so weiter. Kann hier auch Dreiecke dann einfügen, einfügen, Formen heißt es hier, und dann eben Dreiecke, Eclipsen und so weiter. Und da gibt es eine ganze Menge Pfeile, ja, dass man hier Pfeile hoch, Pfeile runter, wenn man sich mal irgendwas markieren möchte, gute Trades, schlechte Trades, Preislabel, die kann man dann beschriften mit einer Schrift und so weiter. Also hier gibt es auch eine ganze Menge Sachen, die man hier dann eben machen kann. Das ist im MetaTrader 4, im MetaTrader 5 im Prinzip auch ähnlich. Und da kann man dann eben hin und her arbeiten. Linienfarben, Alarme, kommen wir jetzt nochmal dazu. Wie kann ich denn jetzt Alarme einstellen? Warum Alarme? Was ist ein Alarm? Also ein Alarm ist natürlich ein Alarm. Ein Alarm wäre jetzt zum Beispiel, wir gehen mal hier auf unseren klassischen Chart, so wie es die Leute im Prinzip auch aus den Livestreams kennen. Da mache ich das tagtäglich. Und da habe ich hier, hatte ich einen drin, im Euro, US-Dollar liegt noch einer drin. Ihr seht hier rechts, ich markiere das mal für euch, da ist so ein kleiner Pfeil. Hier. Ja, dieser Pfeil, das ist ein Alarm. Wenn jetzt der US-Dollar, der Euro-US-Dollar in einen für mich wichtigen Bereich runterkommt, ich verlängere das mal, das ist teilweise ein bisschen blöd dargestellt, aber auf der anderen Seite auch wiederum nicht so schlecht, weil wenn ich hier alles dann wirklich so mega bunt und groß im Chart dargestellt habe, dann bringt es natürlich viel durcheinander. Hier ist der Gedanke, der charttechnische Gedanke, wenn der Euro-US-Dollar hier nochmal ein Stück runterkommt, dann wäre das gegebenenfalls interessant für einen Short-Trade. Ja, für mich zumindest. Ja, hier wieder nach unten. Hier oben noch nicht. Wir sind oberhalb eines wichtigen Bereiches und so weiter. Somit packe ich mir hier einen Alarm rein, dass der dann anfängt, ein Geräusch zu machen. Also man kann das hier auch so weit führen. Ein Alarm ist ein Alarm. schreit der Sebastian gerade. Ja, man muss auch mal lachen können. wo war ich jetzt stehen geblieben? Alarm. Ein Alarm ist ein Alarm. Nein. Wenn jetzt der Markt dorthin kommt, ich kann jetzt zum Beispiel mir Töne, das wollen wir jetzt heute nicht besprechen, aber ich könnte mir natürlich eine ganze Reihe von Tönen selbst kreieren. Zum Beispiel Alarm Euro US-Dollar. Ein Ton. Alarm DAX. Zweiter Ton. Long-Signal DAX. Dritter Ton. Short-Signal DAX, vierter Ton. Sowas kann man aufnehmen mit bestimmten Software-Varianten und dann könnte man hier entsprechend diese Alarme dann wählen. Also, wenn ich jetzt hier ja eigentlich in diesem Bereich ein Short-Signal oder einen potenziellen Short-Punkt habe, dann mache ich hier erstmal in dem Bereich rechter Mausklick. Hier muss man ein bisschen den Umweg über den Punkt Handeln gehen. Dann kommt hier der Punkt Alarm. Und jetzt habe ich hier einen zweiten Alarm drin. Ja, das geht relativ zügig. Und jetzt kann ich hier raufklicken, Doppeltklick, und jetzt kommt ein Fenster entsprechend zu diesem Alarm. Es gibt auch noch zusätzlich eine andere Möglichkeit, das alles zu einzustellen, aber das wird fast heute ein bisschen eng. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, Alarme zu bearbeiten. Ja, und zum einen den Ablauf, also soll das zum Beispiel nur bis 18 Uhr heute stattfinden, ja, oder bis 19 Uhr. Ich kann hier wirklich den entsprechenden Wert nochmal verändern, ob da der Bid- oder Ask-Kurs, das ist fast egal, kann hier im Prinzip wählen, was soll passieren, kann ja über Sound gehen. Ich habe zugegebenermaßen das mit Mail und sowas noch nicht versucht, aber ich glaube, es geht auch mit anderen Add-ons, dass man sich sogar eine SMS schicken lassen kann, ja, aber man kann hier erstmal, gehen wir ja über den Punkt Sound. Und jetzt hier hat man die Möglichkeit, dann eben entsprechend voreingestellte Alerts zu nehmen. Ja, Alert 2, also Alarm 1, 2 oder hier eben entsprechend andere Töne. Oder aber man geht dann hier auf diesen File-Button, ja, und kommt dann hier in diesen Ordner Sounds. Und wenn ich dann mit einer anderen Software, ich weiß gar nicht, sind das AVI-Dateien? Mal gucken, was das für Dateien sind, dass man dann auf Eigenschaften einfach mal gehen.
Wave-Dateien sind das. Also man muss eine Wave-Datei erstellen, dann kann man die hier reinpacken und dann habe ich im Auswahlmenü eben meinen DAX Long, meinen DAX Short, wie es auch immer dann heißt, und kann dann sagen, okay, ich bin ja im Euro-US-Dollar, da kommt ein Short-Signal, ich habe irgendwann mal einen Alarm eingestellt, der da heißt Euro-US-Dollar Short und dann ertönt entsprechend Euro-US-Dollar Short. Und dann kann ich hier noch eine Verzögerung einstellen und eine maximale Wiederholung. Hier ist 5 eingestellt, sprich 5-mal alle 10 Sekunden kommt dieser Alarm, wenn der Markt dorthin kommt, so dass ich eben vielleicht auch einmal das überhöre. Ja, und so ist das eben wirklich ein sehr, sehr gutes Tool. Man kann das dann testen. Ne, hört er das jetzt vielleicht? Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich höre es. Da kommt dann im Prinzip ein Alarm. Und entsprechend, wenn man da mal irgendwas aufgenommen hat, dann entsprechend kommt da auch ein anderer Alarm. Ich lese mal, sind Alarme möglich mit Merkmalen der technischen Analyse? Zum Beispiel Kurs schneidet Bollinger Bandgrenze so ein Alarm oder soll Alarm auslösen? Geht in diesem Fall erstmal nicht. Ja, der Ralf stellt hier diese Frage, aber hier kommt's. Und zwar bin ich persönlich mit einem Programmierer gerade dran, entsprechend eine solche Möglichkeit zu kreieren, wo man an der Seite, ich mal das mal kurz, jetzt kommt der Alarm in einem anderen Markt hier gerade, ich weiß nicht, wo ich den eingestellt hatte, und da hat man das, ach hier kommt der Euro, der Dow Jones jetzt nach oben, das ist für mich interessant, das könnte jetzt ein Long-Signal sein, ja, weil wir jetzt nach oben kommen, ja, dass man hier, das ist jetzt ein Live-Konto, ich will jetzt mit euch nicht rumspielen, aber ich schaue mir das gleich mal an, hier ist ein potenzieller Long-Punkt jetzt, dass der Markt vielleicht dreht, sich hier mal erholt. Wir wissen, dass der Schlusskurs hier noch nicht abgeholt ist auf der Nordseite, dass der Markt vielleicht dahin läuft. Deswegen kommt der Alarm hier noch für mich. Das ist ein reeller Alarm jetzt hier aus dem Handel, der jetzt gerade hochkommt. Aber ihr seht, dass ich dann suchen muss. Ne? Ich wusste jetzt im Hinterkopf, okay, ich hatte vorhin mal im Dow Jones einen Alarm eingestellt. Aber hier wäre es natürlich besser, wenn der also der Dow Jones wirklich auch sagt, Dow Jones Long. Ja, dann weiß ich, okay, dann habe ich im Dow Jones zu suchen. Aber nochmal ganz kurz abschließend. Wir sind ja gleich schon durch. Wir haben noch 2 Minuten. Also wenn für diejenigen kurz abschließen, ich mache erst den Abschluss und dann zeichne ich nochmal ein, was der Plan ist, was wir gerade programmieren. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne in den täglichen Livestreams 8:50 Uhr mit mir, 9:30 Uhr mit dem Chris, wobei da jetzt nicht so die Möglichkeit der Fragenstellung ist. Am Mittwoch, aber jeden Mittwoch 15 Uhr ist in ein Devisenradar-Webinar. Auch hier wie hier kann man sich anmelden. Das halte nächste Woche wahrscheinlich ich, meistens der Chris. Dann haben wir, wie gesagt, früh um 8:50 Uhr eine halbe Stunde lang Livestream DAX Long oder Short mit meiner Wenigkeit. Um 15:45 Uhr in der Regel einen Livestream US Opening Bell mit meiner Wenigkeit. Da kann man natürlich auch nochmal Fragen zum MetaTrader stellen. Auch haben wir da mittlerweile teilweise schöne Indikatoren, die wir nutzen, teilweise auch von Usern dort in dem Stream mit drin, im Livestream. Also das ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Die Community ist am Wachsen und wir werden da auch zukünftig uns immer mehr einfallen lassen, dass man wirklich einen Community-Charakter hat etc. Also kommt da gerne mal rein für diejenigen, die noch nicht mit dabei sind. Einfach auf den YouTube-Kanal von JFD Brokers gehen zu den entsprechenden Uhrzeiten und dann findet ihr das. Was wollen wir jetzt programmieren? Wo sind wir dabei? Also wir werden hier an der Seite, das wird so ein Bedienpanel werden, wo wir dann verschiedene Knöpfe, Buttons haben werden, zum Beispiel kaufen, verkaufen. Das kennen wir schon im Prinzip, das haben wir heute gar nicht, sind wir durchgegangen hier mit diesen Kaufbuttons. Also wir haben ja heute wirklich mehr oder weniger die Grundeinstellungen gemacht hier mit dem MetaTrader, wie man jetzt kauft und verkauft, haben wir gar nicht gemacht. Aber hier wird so ein Tool kommen, wo hier entsprechende Kauf- und Verkaufsknöpfe sind, wo man eben auch relativ einfach den einen oder anderen Indikator aktiviert oder deaktiviert. Da hat man dann vielleicht so, mal gucken, wir sind da noch nicht hundertprozentig ausgereift oder wird es dann vielleicht so 5 belegbare Button geben. Erster ist ATR, zweiter ist Volumen, dritter ist Moving Average, dritter ist Bollinger Bänder und vierter vielleicht MACD. Ja, kann man sich selbst belegen und dann kann man hier auf Knopfdruck schnell aus- und einschalten, entsprechende Indikatoren. Und man wird hier dann eben auch in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit haben, Alarme sich so relativ zügig hereinzulegen und hier gegebenenfalls dann auch, wie wir es ausgereift dann machen, wissen wir noch nicht. Das wird auch nicht der erste Schritt sein in diesem Tool, was wir hier bauen. Aber hier ist auf jeden Fall der Plan, dass man zum Beispiel, wie ich es eingangs vorhin auch mal kurz mit diesem CCI andeutete. Ja, es gibt ja von meiner Seite im Handel so Trigger, die ich nutze, im Handel. Also zum Beispiel das Überschreiten gewisser Punkte im Chart oder in gewisser Formationen. Und hier wird es dann eine Möglichkeit geben, dass er mich dann, wenn ich einen bestimmten Häkchen aktiviere in diesem Fenster, dass er mich dann daran erinnert, dass dann jetzt ein Kauftrigger da ist.
Und man wird es dann auch so machen, dass eben man entweder bestätigt, okay, nutze diesen, um zu kaufen, zu verkaufen, automatisch dann schon ein Stop reingepackt wird und so weiter. Also das ist eine schöne, mega schöne Spielerei, die da kommt. Und wo dann eben auch das mit den Alarmen möglich ist, wenn dann eben Bollinger Bänder irgendwas gibt, irgendein Signal gibt, dass es dann aufploppt, entweder als Pop-up oder als Ton oder als irgendwas. Also das wird kommen. Wird noch ein bisschen dauern, aber kommt dazu gerne in die Streams oder eben auch auf meinem privaten Kanal von Megatrading und guckt dort, da werden dann diese Dinge dann online gestellt werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören hier am heutigen Nachmittag zu doch ja meistens immer so einem trockenen Thema, eine Stunde lang sich hier den Metatrader in seinen Funktionen, in den Grundfunktionen reinzuziehen. Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn ihr mit dabei wart oder dass ihr mit dabei wart. Ich werde sehen, dass ich das Ding hier auch online stelle als quasi Einstellungswebinar für den Metatrader. Also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr da natürlich auch nochmal drunter posten dann bei YouTube oder wie gesagt in den entsprechenden Streams dann Fragen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke kommt von eurer Seite auch zurück. Ich bedanke mich nochmals fürs Danke und freue mich, wenn wir uns mal irgendwo wieder hören, wieder sehen, wieder lesen. Quasi in diesem Sinne euch nur das beste Megatrading. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.